Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich habe mir gedacht, es ist Zeit, mal wieder den langen Rüssel auszupacken und spielt deswegen den Clown im Elefantenkostüm. Mit den Perks Kaulophobie, ich hoffe, ich spreche den Perk richtig aus, Fluchruin, Fluch, aufgezehrte Hoffnung und Pop Goes the Weasel. Und da haben wir doch schon den ersten Überlebenden gefunden. Daneben ist auch Jane. Einmal. Okay, die schmeißt die Palette selbstverständlich um. Oh, die wirft nicht um. Und meine Flaschen sind leer. Verfluchter Mist. Oh nein, Mac. Nein, 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 nein. Und da ist der erste Generator schon fertig. Wie? Wenn der, den hat einer alleine gemacht. Oh, oh, diese Tür hier muss weg. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Und jetzt habe ich gar keinen Survivor mehr. Manchmal, ne? Ah, da höre ich doch jemanden rumjammern. Habe ich dich. So, das ist Überlebender Nummer 1. Ja. Ein Totem haben sie schon gefunden. Das andere Totem ist nicht wirklich gut versteckt. Mhm. So viel dazu. Und es war. Was war's? Vorne ist meine Glyphe. So, ich muss mal mehr mit dem. Hier hau ich mal Pop drauf. Es wurde gerettet. Von der anderen Mac. So, einmal. Zweimal. So, heben wir dich doch direkt mal auf und hoffen, dass da kein Survivor angerannt kommt, der die Palette umwerfen will. Nein. Und hier haben wir auch einen Haken für dich. So. Jetzt werden Flaschen nachgefüllt und ich guck mal, ob ich wieder irgendwo Popcorn the Weasel draufhauen kann. Hier zum Beispiel. Da gehen wieder Rennspuren weg. Es ist eine Mac, die wohl retten geht. Und jetzt sind alle verletzt. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wer wer ist. Ich schau die jetzt einfach um. Und nehmen die mit. Es wird schon klar gehen. So. Denkst das erste Mal. Wird schon passen. Und die sind wieder da vorne am Generator. Da kannst du wieder Pop draufhauen. So, ich bleibe mal. Weiter weg vom Haken. Wegen aufgezählter Hoffnung. Und hole mir dich. So. Aber wenn die jetzt alle verletzt bleiben, kann ich mir aufgezählte Hoffnung halt extrem sparen. Aber egal. Die Mac-Bande hier. Warum tust du das?
Pack Popcorn sowieso drauf. Oh! Habe ich die vor oder nach der Rettung erwischt? Wissen die, dass ich aufgezeigte Hoffnung habe oder nicht? Oh shit! Das weiß ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Da ist die gesunde Mac. Okay, die habe ich auf alle Fälle. Da kommt Popgoss der Wiesel drauf. Die tun mir gerade auch massiven Gefallen, dass sie immer hier in der Ecke bleiben. Die einzige, die mal ein bisschen weiter weg ist, ist die Jane. Die Jane, die kommt hin und wieder mal hierher gerannt. War das die Jane? Ja. So, dann kriege ich hier auch mal. Und 5 Zeichen. Jane, es tut mir so leid. Aber da muss ich dich nicht noch so oft aufhängen. Da bin ich dich direkt los. Und wenn es gerade so gut passt mit der Rettung und den 5 Zeichen, hat sich allein dafür aufgezählte Hoffnung schon gelohnt. Weil da habe ich mir einfach 2 Hooks gespart. Die schenke ich aber auf. Wegen Pop, dass ich das auf den Generator draufhauen kann. Aber die müsste auch schon tot sein. Ich glaube, die Macs hier, die Mac-Gang, die hingen alle schon 2 Mal. Und da haben wir die nächste. Die hänge ich auch auf. Und die andere Mac ist ganz da hinten. An dem Generator. Huiuiuiui, das war hektisch und schnell, aber erfolgreich. Die wollten hier einfach nicht weg. Die hatten 2 Gens. Die hatten 2 Generatoren, die wollten sie haben. Mit aller Gewalt, mit allen Mitteln wollten sie diese Generatoren haben. Ich gehe zu meiner Glyphe, wenn die Mac deswegen durch die Falltür entkommt, sei es ihr gegönnt. Falls nicht, sei es mir gegönnt. Jetzt ist sie auf jeden Fall erstmal geheilt. Das hilft ihr zwar insofern, dass ich sie nicht hören kann, aber dafür höre ich die Luke. Das ist immer so ein bisschen ein Struggle, sage ich jetzt mal, als Überlebender, als letzter Überlebender. Heilt man sich, um ungehört zu bleiben? Oder nutzt man die Zeit, um die Luke zu suchen? Da vorne ist ein Rennspuren und damit sollte ich die eigentlich erwischen. Oder, ja, also wie macht ihr das? Könnt ihr mal in die Kommentare sagen. Heilt ihr euch eher? Sucht ihr direkt die Luke? Ich meine, da habe ich schon viel gesehen. Gegen Survivor, mit Survivor. Viele machen das unterschiedlich. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Interessiert mich mal, weil das doch ein sehr schwieriger Punkt im Spiel ist für den Überlebenden. Und da interessiert es mich mal, was ihr so macht. So. 1 Pip. Ja, das ging die ganze Runde ging insgesamt ein bisschen schnell, glaube ich. Deswegen keine 2 Pips und zu wenig Haken sowieso, weil ich ja dann gemogelt habe. Aber egal, es war eine spannende, spaßige Runde. Mit dem Elefant, der hat jetzt benommen wie ein Elefant im Porzellanladen. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Es wird einfach nicht besser. Okay, gut. Beenden wir das Ganze hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Schreibt mir eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute den Geist. Mit den Perks. Pop Goes the Weasel. Beständig brutale Stärke und Zorn des Gespensts.
Und ich denke mal, die Perk-Kombination dürfte mittlerweile relativ bekannt sein. Ich renne stumpf hinterher, zerstöre Paletten und sage mir irgendwann. Moment. Ach, falscher Knopf! Und sage mir irgendwann. Hä, wo ist die hin? Ah, da. Ja, aber die loopt mich hier durchs Meyers Haus. Hier ist keine Palette. Hier kann ich meine Stärke nicht ausspielen. Geh ich lieber mal hier zu dem offenen Gen. Annullieren. Ja, stun mich. Dann kann ich schon mal die erste Palette zerstören. Für Zorn des Gespensts. Und dann folge ich dir. Hier hast du keine Palette. Oh, hart im Nehmen. Ich hasse es, dieses neue hart im Nehmen. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder ob es ein Bug ist, dass man Treffer angesagt kriegt, obwohl hart im Nehmen funktioniert hat. Das nervt so sehr. So, damit hängt der erste am Haken. Ich muss mir mal die Palette hier angucken. Den Generator hier angucken. Erstmal Popcorn zu Wiesel draufhauen. Erster Generator fertig. Ja, der war auch schon sehr weit. Wo ist er hin? Da ist er lang. Okay. Und da sind sie schon zu zweit. Ja. So, da habe ich Claudette. Lean mit der Taschenlampe. Ja, natürlich hast du geliehene Zeit. Lean mit der Taschenlampe will mich natürlich ärgern. Aber wir lassen uns natürlich nicht ärgern. Und geben ihm eine mit, ja. Komm, wirf um, dass ich sie zerstören kann. So, und da habe ich dich. Da siehst du, was dir deine Taschenlampe gebracht hat. Nix außer Tod und Verderben. Claudette, du auch? Ja? Ja, kommst du? Okay, da traut sie sich nicht mehr. So, Zorn des Gespenstes aktiv. Die will mich hier mit einer Palette beschäftigen. Oh, das ist ja schade. Ach, es ist so schön, wenn es funktioniert. So, Claudette. Für deine Frechheiten kommst du auch an den Haken. Vorausgesetzt, ich finde einen. Okay, da vorne hin. Lien wurde gerettet. Und dann geht's auch schon weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich zwei Addons dabei habe. Und beide helfen mir dabei, schneller aus der Unsichtbarkeit rauszukommen. Das eine 10, das andere 12%, also Pi mal Daumen, 22% schneller. So, Lien. Ja, der kann mich jetzt bis in alle Ewigkeit rumloopen. Ist mir egal. Soll er hier im Kreis rennen? Ich gehe hier runter. Damit habe ich wieder Claudette. Aber das ist jetzt halt mal so. Manchmal muss man einfach nehmen, was man kriegt. So, jetzt muss ich gucken, wo ich einen Haken krieg. Also ich werde sowieso in diesen Keller gelaufen, unabhängig davon, wer da ist. Also werf mir hier bitte keinen Tunnel vor. Aber ich kann als. Was?
So weit bin ich doch jetzt nicht gelaufen. Okay, da kann ich wieder eine Palette zerstören. Für Zorn des Gespenst. Da hinten haben wir noch Junjin, Junjin. Wie auch immer man die gute Frau nennen mag. So, jetzt wirf mal bitte die Palette um. Nein, okay, macht's ja nicht. Hinterher, 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 hinterher. Hier ist keine Palette mehr. Hast du? Hart im Nehmen, ja, hast du. Und da hab ich dich. Kommt eine Taschenlampe angelaufen? Aktuell nicht, aber ich muss die jetzt aufhängen, um da vorne an den Generator zu treten. Mit Pop. Hoffentlich arbeitet da gerade keiner dran. Oh, da ist meine Glyphe. Hier ist niemand. Da ist Claudette. Einmal. An der Palette läuft sie direkt vorbei. Ja, die weiß, dass ich Zorn des Gespenst habe. Die vertraut Paletten wohl nicht mehr so ganz. Und da habe ich dich. Und diesmal wirst du dich nicht freiwilligen. Das verspreche ich dir. Das hoffe ich zumindest. Da ist er. Ach Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe bitte schon Schweißausbrüche bekommen. Oh, der ist sehr weit. Okay, gebe ich einen mit und pack hier. Pop Ghost the Weasel drauf. Das gibt mir ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo er hingeht, der Gute. Es wurde gerettet. Einmal. Ach, das Haus ist offen. Ich Idiot. Da hab ich gerne hingeguckt. Dieses Dead Heart. Das irritiert mich einfach immer wieder. Aber jetzt habe ich dich. So. Die springe ich an den Haken. Ja, Claudette. Die haben doch safe diesen Perk dabei, dass man sich schneller frei wird, oder? So, andere Lien. Möglichst viele verletzen. Unter Druck setzen. Der Tat verschwendet. Da vorne ist Claudette mit Taschenlampe. Na gut, die versucht es halt nicht mal. Die Palette will sie nicht umwerfen. Die hat jetzt richtig Angst vor Paletten. Jetzt musst du umwerfen. Jetzt ist Zorn des Gespenst aktiv. Und jetzt habe ich dich. Mal gucken, ob die Lions. Das hätte knapp enden können. Das hätte eine unangenehme Situation werden können. Claudette ist tot.
Und Liam könnte auch langsam tot sein, ich weiß nicht. Die zwei Liens hingen auch beide schon ein paar Mal. Die einzige, die noch gar nicht hingen, war Junjin, Yunjin. Okay, auch tot, sehr gut. Und die brauchen nur noch zwei Generatoren, sind aber auch nur noch zu zweit. Muss ich gucken, wo die arbeiten. Da oben ist Junjin, sieht die mich? Oh, ich muss mich beeilen. Jetzt ist hier natürlich meine Glyphe. Ich habe doch keine Zeit. Egal. Hauptsache, ich kann hier Pop draufhauen. Schon mal meine Glyphe. Man muss manchmal einfach Prioritäten setzen. Damit läuft mir die gute Frau auch direkt vor die Nase. Und kann einen Treffer kassieren. Da gehe ich natürlich direkt wieder hinterher. Und ich hoffe, die wirft schnellstmöglich die Palette um. So, erste Palette für Zornesgespenst. War das hart im Nehmen? War das hart im Nehmen? Falls ja, wäre es perfekt, weil dann habe ich sie jetzt. Ja, das sieht ganz gut aus. Wieso haben eigentlich alle eine Taschenlampe? Wenn ich einmal den verdammten Geist spiele, haben alle eine Taschenlampe dabei. Es ist, oh, die hing doch schon mal, okay. So, wo sind meine letzten drei Generatoren? Der ist schon angefangen. Keine Ahnung, ob Lien gerade erst da war und quasi zur Rettung losgelaufen ist oder ob der schon länger auf dem Stand ist. Einmal. So. Nanu. So, du hast bestimmt auch hart im Nehmen. Okay. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Du dürftest auch tot sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich häng dich mal draußen hin und nicht in den Keller, da ich nicht so einen langen Weg zurück hab. Dann guck ich mal, wo die hingelaufen sein könnte. Beziehungsweise... Ah, oh, die hat sich schon geheilt, schade. Ich bin halt als Geist so mega schnell unterwegs. Oh Gott, nein. Ich weiß genau, wo sie ist. Schätze, du bist den falschen Weg gelaufen. Du bist ganz offensichtlich den falschen Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt auf dem Schirm hatte, dass ich da war. Oh mein Gott. Die hat sie gehört. Die wusste genau, sie muss hier rein. Aber ich glaube, bin mir nicht sicher, ob sie wusste, dass sie im Keller ist. Ja. Gut, ich renne dir jetzt einfach stumpf hinterher. Du kannst eh nichts dagegen machen. Und da habe ich dich. Ja, das war... Das hat mir jetzt schon ein bisschen gefallen, was da passiert ist, muss ich sagen. So, können wir noch einen Schneemann mitnehmen. Und tschüss, war schön mit dir. Ah, haben wir noch
dem Schneemann den Schädel ein. Und das war's. Niemand ist entkommen, erbarmungsloser Killer. Viermal Schiller, Doppelpip. Ja, schöne Runde, schöne Runde. Hat mir gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.